RE1 auf der Strecke Bremen-Oldenburg Hauptbahnhof, Baureihe 146.2, 341,5 Tonnen schwer, 6 Wagen und 151,2 Meter lang. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Der Denny spielt das. Herzlich willkommen und damit würde ich sagen, beginnen wir. Und machen als erstes mal die Fahrtrichtungsfelder nach vorne, öffnen die Türen, Beleuchtung ein. Reduziert. Das machen wir da. Lassen wir soweit. Müssen hier natürlich noch die Zugsicherungssysteme einschalten. So. Ja, dann wären wir eigentlich soweit. Fertig. AFB. Ich darf die AFB natürlich noch einschalten. AFB. Diese dann 40 km/h schalten. So. Können die Türen verriegeln. Lösen die Bremsen. Und würde sagen, wir fahren los. Können uns befreien. Sifa. Alles auf einmal jetzt. Zugbeeinflussung. Tiefer. Sind die noch unter Beeinflussung? So, jetzt können wir weiter aufschalten. Zugbeeinflussung. 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 Upsa, ein bisschen viel. Sifa, Sifa. So, jetzt haben wir's. Und gleich 60 fahren. Den Weg nach Delmenhorst. Und den 1,5 Kilometer haben wir rot. Na, wie kommt das denn? Ich bin mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Zugbeeinflussung. Sifa.
Ah, jetzt ist grün, okay. Dürfen aber trotzdem mindestens auf 80 beschleunigen. Da kommt ein schöner Güterzug an. Wir können uns befreien. Sehr schön, dann können wir auch schneller fahren. Hier schon wieder quittieren. Zugbeeinflussung. So, und dann 160. Mit unserem RE1 auf dem Weg nach Bremen über Delmenhorst. Da kommt eine Quitschi. An diesem frühen Abend, Sonne ist noch da und es ist ein wunderschöner Sommerabend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so sehe, vermisse ich den Sommer. Ist wirklich so, ja, ich glaube, wir haben alle den Sommer gerne. Anstatt dieses ständige grauen Grau und nur Regen, ich glaube, das kann kein Mensch mehr sehen. Und ja, hoffen wir einfach darauf, dass schnell der Frühling kommt und noch schneller der Sommer und dieser graue Grauwinter endlich vorbei ist. Ihr seht's. Gude kommt noch und Oldenburg Bahnsteig, beziehungsweise Oldenburg Hauptbahnhof. Diese Farbenspiele mit der Sonne, einfach nur schön, einfach nur traumhaft. So, ich glaube, wir können auch mal so langsam die Geschwindigkeit wegnehmen.
schon mal so ein bisschen anfangen zu bremsen. Zugbeeinflussung. Da wären wir nämlich schon in Delmenhorst. So, öffne die Türen. Sehen uns hier mal so ein bisschen um, wobei hier nicht viel los ist, wie ihr seht. So, 13 Kilometer bis Hude. So, 120. Sehr, sehr schön. Ich liebe es, Regionalexpress zu fahren. Vor allem mit 146 und Dostos. Sifa, Sifa. So, Hude ist dann die vorletzte Station vor Bremen, beziehungsweise vor Oldenburg, nicht Bremen, Oldenburg. Sifa, Sifa. Wunderschön, die Sonne geht langsam, aber sicher unter.
steht schon im Westen. Wunderbar. Übrigens stammt dieses Szenario aus dem Creators Club. SIFA. Also falls ihr euch fragt, woher dieses Szenario stammt. So, in 5 Kilometern sind wir dann auch schon in Hude. Der AE1, der fährt ja glaube ich wirklich noch, ne? Also der ist ja jetzt nicht irgendwie durch einen Triebwagen oder so ersetzt worden, sondern der RE1 ist wirklich noch lokbespannt. Original, Baureihe 146 plus Dostos. Soweit ich informiert bin auf jeden Fall. Also diese Zugverbindung gibt es wirklich noch. So. Zugbeeinflussung. 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 So, 60. Und dann sind wir auch schon da. Da steht der Gegenzug, der jetzt abfährt. Wenig drüber. Sonne hat zugeblendet. Da hat die Sonne etwas geblendet. Da wieder eine kunstvolle Verewigung. So sieht übrigens der Bahnhof von Hude aus. Nichts Besonderes.
Was gibt das denn hier? Eine Meute? Meuterung? Auflauf? Aufstand? Ach. Nächste Station, Oldenburg. Oh, ein IC1, sehr schön. Der garantiert nicht halten wird, oder? So, dann dürfen wir gleich wieder 160. Sifa. So, 14 Kilometer noch. So, besonders viel KI-Verkehr oder besonders viel Gegenverkehr haben wir jetzt hier auch nicht, ne? Also, es kam uns bis jetzt eine Quitschi entgegen. Ein IC1, aber sonst ist jetzt hier noch nicht besonders viel los gewesen. Und vielleicht habt ihr es ja schon gehört, es kommt jetzt kommenden Donnerstag, den 9. Februar 2023, eine neue Strecke für den Train Simulator raus, und zwar die Pegnitztalbahn Nürnberg-Bayreuth. Mit enthalten ist das Fahrzeug die Baureihe 612 mit Neigetechnik. Außerdem der ICE 605 bzw. Baureihe 605 ICE TD. Wie gesagt, kommenden Donnerstag, 9. Februar 2023, ist der offizielle Release-Termin. Bis dahin gibt es in dem Vorstellerbonus bzw. Forschbestellpreis liegt im Moment bei 26,99 €, also 10% Rabatt. Nach dem Release-Termin, also sprich am 9. und Tage darauf, wird der reguläre Preis gültig sein von 29,99 €. Das heißt, jeder, der die Strecke jetzt gern noch haben möchte, sollte sich beeilen. Wie gesagt, bis nächste Woche Donnerstag gilt ein reduzierter Vorbestellpreis von 26,99 € erhältlich bei Steam. Ausschließlich für den PC. Logischerweise, weil ja, der Train Simulator auch nur auf dem PC spielbar ist.
So viel dazu. Wir sind hier immer noch mit unserem RE1 auf dem Weg nach Oldenburg Hauptbahnhof, den wir in 7,1 Kilometer erreichen werden. Sofern uns jetzt nichts mehr dazwischen kommt, sollte das eigentlich auch funktionieren. Zeitangabe ist unerheblich, da wir keine feste Ankunftszeit haben. Nichtsdestotrotz sollten wir uns ja natürlich nicht mit irgendwelchen Zwangsen unnötig aufhalten. Ich glaube, das ist auch im Sinne der Fahrgäste, die in diesem späten RE1 sitzen. Man sieht, wie die Sonne sich langsam, aber sicher auf dem Weg in den Feierabend macht. Es ist ein sehr später Sommerabend oder Sommertag, wie auch immer. Und diese Farben hier, wenn die Sonne so langsam untergeht, sind einfach wunderschön. Das muss man einfach so sagen. Deswegen, ich freue mich tierisch auf den Sommer. Bin dieses ständige Grau in Grau satt. Wobei ich mir sagen muss, im Moment ist es bei uns auch relativ sonnig. Hätte ich nicht gedacht. Nachdem ich heute Morgen aufgestanden bin und die Rollos hochgemacht habe, sah es erstmal wieder grau in grau aus. Aber es hat sich mittlerweile gemausert. Es ist richtig sonnig, es ist angenehm, mild. Also man kann wirklich draußen spazieren gehen, was ich auf jeden Fall noch machen werde. Das schöne Wetter ausnutzen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch ein relativ sonniges, schönes Wetter bei euch. Das müssen wir hier mal erst wieder Zug aufpassen und Beeinflussung. quittieren. Sonst gibt es nämlich gleich die Zwangse. So, können wir Zug uns befreien. Beeinflussung. So, das hätten wir erstmal soweit. Zugbeeinflussung. Oh, wir sind zu schnell. Wir noch schon mal runter auf hitzig gehen. Und dann wären wir in Oldenburg angekommen. Hier die legendäre Klappbrücke. Dazu gibt es ja schon in einem anderen Video Näheres von mir. Zugbeeinflussung. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich das gleich mit dem 500 Hz-Magnet wieder hinkriege oder ob mich das wieder abschmiert, ob das wieder abschmiert. Ich hoffe nicht. So, 40 haben wir ja. Wunderbar. Und dann fahren wir langsam in Oldenburg ein. Da steht noch ein ICE1. Sifa. Machen wir. Zugbeeinflussung. 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 Zwangsbremsung. Ach, Zwangsbremsung. warum? Was habe ich hier wieder falsch Zwangsbremsung. gemacht? Zwangsbremsung. Ach, egal. Zwangsbremsung. Egal, egal, egal. Zwangsbremsung. Wir lösen die Türen und wundern uns. Was habe ich wieder falsch gemacht? Warum habe ich eine Zwangsbremse kassiert? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß es leider nicht.
Naja. So schnell kann ja nicht sein. Naja. Ist noch nicht viel los hier oder nicht mehr viel los hier in diesem Bahnhof in Oldenburg. Wie gesagt, da steht der ICE 1. Wartet auf Einfahrt oder Ausfahrt, wie auch immer. So wie er da steht, wartet er auf Ausfahrt. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier Feierabend. Schließen die Türen. Dann warten wir ab, ob wir Gold bekommen. Beziehungsweise, das ist ein Creators Club. Scenarios kriegen wir keine Medaille. Das war es auf jeden Fall mit diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt noch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Daddy Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.